Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, die Saison ist vorbei, die GT-Serie ist so gesehen jetzt vorbei. Wir werden ja in dieser Folge zu Bexbach Sports wechseln, in den Langstreckensport. Ich habe dann nicht so viel Erfahrung in dem Genre, was das angeht. Aber ist ja nicht ganz so schlimm. So, wir sind auch so freundlich und verlängern jeden Vertrag von denen, damit die für nächste Saison gut dastehen, auch was die Boxcrew angeht. Die sollen ja auch ein bisschen konkurrenzfähig nächste Saison bleiben, auch wenn sie vielleicht nächstes Jahr nur Dritter werden oder so. Aber das soll trotzdem eine gute Saison für die werden. Mal gucken, vielleicht wechsle ich auch die beiden Ausgebrannten, wenn gute Leute da sind. Genug Geld haben sie ja. Und ja, das wird auf jeden Fall interessante Folge hier. Wir haben sogar einen. So, die Frage ist nur, wie heißen die beiden, die wir wechseln müssen? Butch und Rashid. Fuckshit. Geiler Name. Haben wir aber sogar zwei Leute für. So, Butch, den haben wir hier. Ein 25-Jähriger geht und ein 26-Jähriger kommt. Kann man machen. Und das Gute ist, ich brauche einfach nur auf die aufs Alter zu schauen. Okay, hier haben wir 20 und 19 und der kann nochmal dann 19 tanken. Das ist ein richtig guter Mann. Aber wo ist der Vertrag? 6 Rennen. Hier ist ein Jahr jünger sogar. Passt. So, bitte sehr, Team. Habe ich euch gern gemacht. So, Mitarbeiter haben auch ihre Verträge relativ schön lang. Die Fahrer haben ihre Verträge relativ schön lang. Aber ich glaube mal, dass die vielleicht ihre Fahrer wechseln. Ich werde noch ein paar Tage nach vorne gehen, aber mal gucken. Glückwunsch zum International GT Championship Titel. Was ist Ihr Geheimnis? Eigentlich ist das Team. Das Team ist es. Okay, die Leistung haben wir letztes Mal schon noch reingebracht ins Auto. Ne, das sind zwar alles illegale Sachen, aber egal. So viel konnten wir ja nicht mehr ausbauen, weil die Zeit nicht mehr da war. Aber Bremsen sind wir die stärksten. Motor dritter, 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 dritter. Also wenn wir nicht dritter sind, dann wäre es auch ziemlich merkwürdig als Stärkenleiste. So, ich gehe wie gesagt ein paar Tage noch vorwärts. So kurz bevor wir dann, bevor die Saison zu Ende ist, wechseln wir halt. Ich will halt das Auto doch schon bauen. So, Beförderung, wir schauen mal. So, GT, Sportwagen, Sportwagen, genau, Sportan. Fahrer der Saison ist Vargas. Manager ist Matsashi von Otsu Racing und Preisgeld kriegen wir auch um stolzes 25 Millionen Sümmchen. Viel ausbauen konnten wir im Hauptquartier zwar nicht, aber die haben nächstes Mal noch eine Teststrecke, da können sie noch was bauen. Mitarbeiter, hier zwei Punkte und drei Punkte. Aber die können jedem ein bisschen was machen. Also, wie gesagt, man hat nicht so viel Geld hier verdient. So, und wir machen es folgendermaßen. Wir geben eine Bewerbung raus an das Team. Vielen Dank für die Anfrage, aber wir sind derzeit mit dem Manager zufrieden. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Schade. Schade, schade. Dann müssen wir doch in ein anderes Langstreckenteam. Das ist echt schade. Aber ja. Dann haben sie halt Pech gehabt, dann geht es halt nicht für die Deutschen da oben, sondern eher für das Team hier. Aber der ist auch sicher. Und wir schauen allgemein, wer ist das Schlechteste hat, auch was das Hauptquartier angeht, damit wir da auch noch was machen können. Also hier haben 75 Mitarbeiter, Stufe 2 und Stufe 3. Okay, ich muss natürlich gucken, dass ich auch einer der schlechtesten Teams hole. Das Gleiche, die haben es etwas stärker sogar. 3, 2, 3, die sind alle ungefähr gleich. Wer hat den schlechtesten Wagen? Waschen Oil. Wer hat schlechtes Fahrer? Bexbach. Toll. Warum nur? Okay, wir machen ein paar Tage weiter. Vielleicht geht er von sich aus. Wer weiß. Wäre mir sehr recht eigentlich. Weil noch eine GT-Serie danach dran möchte ich eigentlich vielleicht nicht. So, wir machen mal bis zum 10. Da ist die Vorsaison. Jetzt müssen wir uns bewerben. Sonst kommen wir nicht mehr großartig weiter. Weil in Formelsport will ich noch nicht zurückwechseln. Ne, da wären so einige Teams wieder. Thornton könnte man wieder nach oben bringen. Habe ich Thornton hier nach oben gebracht oder in einer Karriere? In einer Karriere, glaube ich, ne? Ja. Panther wäre auch interessant. MRT Valbuena. Die sind ja auch in der. Okay.
In einer Karriere sind sie auch, dann bin ich momentan als Fahrer, als Teamleiter. Die drei Teams. Tongzhang Motorsport. Russian Oil Racing. Toll. Genau das, was ich eigentlich wollte, dass Bexbach zu wechseln, darf ich nicht. Ihr seid so dumm. Vor allem die Fahrer, okay. Jetzt weiß ich, warum die die schlechten Fahrer haben. Aber Russian Oil ist eigentlich auch okay. Die haben eigentlich ein gutes Auto. Das heißt gut, ein Vierter. Fahrer sind sie Fünfter. Hauptquartier sind sie schlechtesten. Mitarbeiter sind sie okay. Sponsoren sind sie top. Und Box und Crew haben sie auch so lala. Schwierig. Okay, da hat sich wieso erklärt. Dann gehe ich, versuche ich zu Russian Oil zu gehen. Die haben einen schlechten Wagen, aber gute Fahrer. Das ist schon mal sehr gut. Da kann man sich da ein bisschen drauf einquartieren. Im Hauptquartier sind sie sogar die stärksten. Das ist halt nicht so schön. Ich will gerne ein bisschen auch Entwicklungsarbeit voll verrichten. Die haben halt ein extrem starkes Auto. Und sind noch nicht mal aufgestiegen. Boah, ist das schwierig. Weil die sind komplett enttäuscht momentan von ihr. Aber egal, wir wechseln. Darf ich? Ich darf. Wir wechseln zu Russian Oil Racing. In den Langstreckensport. Hoffe ich mal, dass die mich uns annehmen. Weil da haben wir ordentlich Arbeit vor uns. Die haben zwar das stärkste Hauptquartier, wie man hier gesehen hat. Jetzt wieder rüber wechseln. Na, wie gesagt, die haben das stärkste Hauptquartier. Kann man aber darüber streiten. Na, aber wir haben schlechtesten Mitarbeiter, schlechte Sponsoren, schlechte Boxenmannschaft, schlechtes Auto. Fahrer sind in Ordnung, die kann man vielleicht sogar behalten. Ja. Aber nicht wundern, dass da alles da passiert, ne? In dem ganzen Tohuwabohu. Ich bin mal gespannt. Oh Gott, wart ihr knapp, Leute. Ich bin aber so nett und gebe euch noch einen guten Sponsor. So, habt ihr Top-Sponsoren noch bekommen. So. Vargas, ich habe zu Gott gefunden. Ja, Amen. Entscheidung zur Managerrolle. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns entschieden haben, Ihnen die Stelle als Manager für Russian Oil Racing anzubieten. Natürlich. Es geht. Ach, Russland. Ist halt so. Ja, ich wollte eigentlich das deutsche Team nach oben bringen, aber wenn die nicht unbedingt wollen, dann haben sie Pech gehabt. So. Autsch. Ich glaube, da können wir schon einige Leute einstellen. Naja, so viele jetzt auch nicht, aber ich stelle sie mal ein, weil wir brauchen noch Leute als Boxencrew. Damit wir tauschen können. Weil die müssen halt ein bisschen mehr Stops machen. Ich glaube, zwei sind fast schon Pflicht. Weil du musst ja so gesehen jeden Fahrer fahren lassen. Wir dürfen ja nicht mehr als 55% fahren. Aber das, da müssen wir definitiv was ändern. So, hallo von uns allen im Wagen 1. Hallo aus Wagen 2. So, sind also niemand, der das Team übernimmt. Ja, ich bin ja niemand, der bisher Budata nach oben gebracht hat, der Budata nochmal nach oben gebracht hat, der Taunt nach oben gebracht hat, der Oberhof nach oben gebracht hat. Ja, ich bin dieser niemand. Entwicklungsarbeit. Ja, niemand weiß, wie ich den Job bekommen habe, aber ja, ich habe ihn bekommen. So, Ziele für diese Saison. Ich habe jetzt schon Ziele? Eigentlich nicht. Vierter werden. Keine Ahnung. Wie viel sind die eigentlich geworden letzte Saison? Letzte Saison seid ihr auf Platz 5 gelandet. Mit einem Sieg. Das muss man zugeben, haben einen Sieg geholt. Drei Siege? Achso, wir haben neue Fahrer. Jetzt schon? So, wir schauen mal. Das ist so viel komplizierter. Also fahrermäßig Sergio Valdes, der ist gar nicht schlecht. Also der zweite Wagen ist definitiv... Was heißt das? Das ist diese, wo sie stark sind, stimmt. Wir brauchen halt Fahrer mit viel Ausdauer. Umso mehr Ausdauer die Fahrer haben, umso besser für uns. Da muss man vielleicht auch mal auf ein paar Sterne verzichten. So. Ist klar, wie lange haben die alle Vertrag? Fahrerdetails. Du hast Vertrag 13 Monate. Du hast Vertrag... Du wirst uns sowieso verlassen. Das ist gar nicht so schlimm dann. Die haben den gerade erst geholt. Dann, okay, der hat einen super Marktwert. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Ist auch ein Supermarkt. Ist Paydriver. Und ist Prozesse.
Die hat aber, glaube ich, auch, muss ich gucken, wie die Ausdauer von denen ist. Also, Problem ist, der kann gar nichts. Der hat keinerlei Dings. Die Ausdauer, okay, da kann man sich drüber streiten. Die ist eigentlich okay. Wie lange hast du Vertrag? 25 Monate. Der nächste Fahrer hat 25 Monate. Ein Monat. Alles klar, wir brauchen auf jeden Fall zwei neue Fahrer. Obwohl er richtig gut ist hier. Der ist richtig gut. Zwar ist der Marktwert von beiden nicht extrem gut. Ich glaube, wir können uns mal umschauen nach allen Leuten, die Langstrecke fahren. Wahnsinn. Ich muss alle wieder scouten. Echt jetzt. Wir können auch Vargas holen. Aber nee. Ich glaube, der möchte gar nicht zu uns, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Mhm. Was ich mir auch überlege, ist halt wirklich erstmal die Verträge von denen ganz normal zu verlängern. Also fahrermäßig ist hier alles deutlich schwieriger. Und von daher verlängern wir mal die Verträge von denen. Die wollen aber extrem viel Geld. Wie viel Minus machen wir denn? Sponsoren? Naja, die gehen besser. Wir müssen ein Hauptquartier bauen. Wir müssen einen Hubschrauber-Landeplatz bitte bauen. Das Erste, was ich mache. Voll wichtig. 5-Sterne-Sponsoren müssen an den Land gezogen werden. Aber okay, vom Marktwert her, ich brauche definitiv bessere, weil das ist okay. Sponsoren, das ist okay mit 81, kann ich mit leben. 73 müssten wir noch ein bisschen was ändern. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall neue Fahrer. Neue Fahrer, die viel Marktwert haben. Hätte ich mich vorher mal erkundigen müssen. Rokula. Wo läuft denn der Vertrag aus? Vielleicht können wir uns da irgendwelche Fahrer holen. Hier, Makarov, aber es ist sehr teuer, sehr wahrscheinlich. Oh, geht doch eigentlich noch. Ein Ressourcenfresser. Wie sind denn die Fahrer, die momentan keinen Sichtneuschmale? Wir haben ja dafür ein bisschen Zeit. Ansonsten schauen wir mal hier nach. Der Endurance. Dings, okay, wenn viel Geld da ist, dann sind die meistens immer gut. Wolfhagen. Wäre auch nicht so schlecht. Vertrag wird auch auslaufen. Aber 1% Marktwert ist mir ein Tick zu wenig. Ich suche ja gleichzeitig auch eine Leute, die auch ein bisschen Marktwert haben. Weiß ich gar nichts. Sichte dich auch mal. Weil du verdienst relativ viel Geld. Qui fährt bei Steinmann mittlerweile. Alles klar. Ja, okay. Okay, hier muss ich definitiv was dran ändern. Eieiei, hier ist viel Arbeit gefragt. Das hätte ich jetzt nicht so sehr erwartet. Aber wir haben auch nicht gerade das nötige Quäntchen Glück, was das angeht. Außerdem müssen wir noch einen Wagen bauen. Ich weiß halt nicht genau, wie der Wagen aussehen muss. 2,4 Millionen. International. Der Hamilton ist natürlich nicht so schlecht. 2,6 Millionen für einen, der sich nicht mehr entwickeln kann. Hier haben wir einen, der sich entwickeln kann. Der fährt im Moment einen Challenger GT-Serie. Haha. Wir brauchen wichtig. Brauchen Leute. Oh, du willst gar nicht so viel Geld haben, sehe ich gerade. So, aber ein Langvertrag. Das Team ist halt mit alles. Wir können auch halbe-halbe machen. Wenn sie nicht will, dass wir halbe-halbe machen, dann machen wir keine halbe-halbe. Die will auch gar nicht so viel Geld. Das ist sehr schön. Kann auch sein, dass das Ganze hier mit diesem Einstellen des ganzen Teams zwei Folgen wird. Aber momentan, so lange habe ich bisher noch nie gebraucht, das Ganze hier ein bisschen einzustellen. Das ist der Wahnsinn. So, wir schauen mal hier. Krüger, hast du vielleicht Lust, zu uns zu kommen? Jawohl. Die ist gut. Wir schnappen den Teams alles andere weg. Sie würde es gerne aufteilen. Das ist aber sehr nett. Also,
Okay, die bekommt halt ein dickes Handgeld jetzt, ne? Geht die Hälfte vom dicken Handgeld für sie wieder weg. Wenn es unbedingt Müll, dann kann sie es gerne haben. So. Wie sieht denn der zweite Krüger-Dings aus? Alle Leute von Krüger wegnehmen, ist auch nicht so die feine Art. So, haben wir noch welche, die sich noch ein bisschen entwickeln können? Ja, du bist mir ein bisschen zu lang Entwicklung. Ich möchte ja nicht hier 1000 Leute entwickeln. Oktane. Jo, wollen wir uns sehen. Passt sogar noch, wenn man einen russischen Mechaniker, ein russisches Team holt. Ich glaube, wir müssen auch gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch kleine Leistungssteigerung ins Outing kriegen. Aber ja, wir schauen mal. So. Wow, so viel ausbauen müssen wir gar nicht. Das ist super. Das ist top. Das ist echt top. Da können wir. Moment, was brauchen wir momentan? Ist wichtig. Bremsen und Spoiler. Jetzt weiß ich, warum die ganze Serie so eng beieinander ist. Bremsen und Spoiler.